So, also wie gestern gesagt, werden wir heute nochmal Darkseid bauen und diesmal zeige ich euch genau, wie ich das machen werde. Ich habe hier den Concept Killer am Start mit diesem kleinen Einlegesieb, damit der Tabak nicht durchfällt. Und wir werden heute darin den Darkseid Hola bauen. Ihr seht es in dieser verschmutzten Tüte hier, ist er drin. Und ja, dann baue ich das kurz im Zeitraffer und zeige euch dann, wie ich das gebaut habe. So, also das Köpfchen ist jetzt hier gebaut. Ihr seht, ich baue den eigentlich ziemlich locker. Aber an dieser Stelle kann man gut kontrollieren, wie intensiv man den Tabak haben möchte. Wenn man den etwas mehr andrückt, dann wird er schwächer sein. Und auch wenn man etwas mehr Abstand gegen den Rand lässt, wird er nicht so stark sein. Also wenn man sich nicht gewohnt ist, dunklen Tabak zu rauchen, kann man einfach etwas mehr Abstand lassen, etwas mehr andrücken. Und dann sollte das eigentlich auch zum Rauchen für die Leute gehen, die das nicht so gewohnt sind. So wie ich es jetzt gebaut habe, ist mittelstark. Man könnte es noch etwas lockerer bauen und etwas höher. Aber so mag ich es. Und ja, dann, der Lotus ist schon am Vorheizen. Den schmeißen wir dann gleich drauf und dann komme ich auch schon wieder zum Fazit. So, dann komme ich auch schon wieder zum Fazit. Ihr seht, das läuft super so. Ich mag Darkseid sehr gerne im Mehrlochkopf. Man kann das auch im Funnel bauen. Geht beides, kann ich sonst auch mal noch machen die Tage. Der Hola ist für mich einer meiner Top-Flavor von Darkseid. Das ist wirklich eine sehr, sehr leckere Cola-Note. Ich finde, das geht sehr in die Richtung von den Cola-Fröschen, den Süßigkeiten. Also einfach sehr, sehr lecker. Ja, einfach die Frösche vom Geschmack her. Kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, wenn ihr noch nicht so geübt seid mit dunklen Tabaksorten, mit stärkeren, könnt ihr das einfach mit etwas mehr Abstand und etwas mehr angedrückt bauen. Dann solltet ihr das eigentlich auch rauchen können. So ist es, wie vorhin gesagt, mittelstark. Also es geht ohne Probleme. Und wenn man daran nicht gewöhnt ist, würde ich empfehlen, etwas mehr Abstand, etwas mehr andrücken. Und dann sollte das eigentlich auch 1A laufen. Und ja, dann war es das auch schon wieder für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns morgen wieder.